wunderschöne Landschaften, Achterbahn fahren und dazu noch etwas Kultur, als ein richtiges Überraschungsei, das gibt es im Formosan Aboriginal Culture Village. Und damit ni hao und herzlich willkommen aus dem etwas anderen Freizeitpark in Taiwan. Kaum angekommen, fand schon eine tolle Begrüßungsshow für die Gäste statt. Seht selbst! Das war doch mal ein herzlicher Empfang, oder was meint ihr? Diese und andere Vorführungen gibt es an verschiedenen Stellen im Park. Achtet bei eurem Besuch unbedingt auf die Showzeiten. Aber bevor ihr euch die Shows anschauen könnt, müsst ihr erstmal hinkommen. Also, wie sind wir da überhaupt gelandet? Wir befinden uns ganz in der Nähe des Sun Moon Lakes, wo wir am Tag zuvor schon Schiff und Rad gefahren sind. Dazu haben wir ein eigenes Video gemacht, was ihr euch auch gerne anschauen könnt. Wie kommt ihr jetzt vom Sun Moon Lake zum Village? Ihr könnt entweder die Seilbahn nehmen oder mit dem Auto in wenigen Minuten zum Parkplatz des Parks fahren. Dort angekommen erwarten euch neben einem klassischen Freizeitpark mit verschiedenen Fahrgeschäften auch ein Themenbereich rund um die Ureinwohner Taiwans oder Formosa, wie Taiwan früher hieß. Deshalb auch der Name des Parks. Der Park ist in die drei Bereiche Aboriginal Village Park, Amusement Isle und European Garden unterteilt. Wir sind mit der Seilbahn auf den höchsten Punkt gefahren und arbeiten uns langsam den Berg durch den Aboriginal Village Park nach unten vor. In dem Themenbereich werden euch verschiedene indigene Völker Taiwans vorgestellt. Wenn auch nicht alle 16, bekommt ihr durch die Nachbauten von Häusern und Szenen aus dem Alltag einen guten Einblick. Und für alle, die richtig eintauchen wollen, gibt es einen Kostümverleih und verschiedene Aktivitäten zum Mitmachen, wie zum Beispiel ein Zeitspiel und Bogenschießen. Zusammen mit den Vorführungen, den verschiedenen souvenirierten Essenständen gibt es viele Sachen zu entdecken und es wird nicht langweilig. Wem das bisher alles zu gemütlich war, kommt auf der Amusement Isle auf seine Kosten. Vom Minitrain über Wasserattraktionen, Karussells, einem Freefall Tower, Achterbahn und verschiedenen anderen Geschäften ist für jeden in der Familie etwas dabei.
Thematisch ist das dabei ein bunter Mix von der spanischen Küste über den Weltall bis hin zu den Mayas. Bei unserem Besuch hat auch die Weihnachtsdeko, passend zur Jahreszeit, nicht gefehlt. Neben dem Außenbereich mit viel Wasser gibt es auch noch einiges Indoor, dem Aladdin-Pavillon und einer Spielhalle, wo ihr euer Geld auf den Kopf hauen könnt. Bevor wir uns jetzt auf den Heimweg machen und uns von euch verabschieden, machen wir noch einen Rundgang durch den European Palace Garden, dem dritten Themenbereich des Parks. In der Mitte befindet sich ein großer Brunnen, von dem aus ihr den ganzen Garten in alle Richtungen erkunden könnt. Außerdem gibt es auch hier einen Mini-Train, der den ganzen Bereich umrundet. Im imposanten Ritz Palace House befindet sich nicht nur die Verwaltung, sondern auch ein Restaurant, bei dem ihr euch bei toller Aussicht kulinarisch verwöhnen lassen könnt. Damit bedanken wir uns fürs Zusehen und hoffen, euch einen kleinen Einblick in diesen interessanten Park gegeben zu haben. Bis zum nächsten Mal. Bye bye!